Hasti Müller. So. Markus Huber ist auch der Dr. Low. Dr. Low, ja. Yeah. Er fliegt sehr tief. Und warum? Weil es kann. Ganz ehrlich, so tief, also die Nummer so tief zu fliegen, Dr. Low, nicht ohne Grund. Spektakulär. So, das ist ja jetzt der normale. Jetzt geht es in den Steilfahrt-Propellerflug. Jetzt ist es, denke ich. Ich glaub's nicht. Wer es nicht sieht, glaubt's nicht. Also das, was im Endeffekt andere machen im Torque und das Flugzeug an die Latte hängen, also an den Propeller. Das macht man nur Kopfsteins auf die Latte. Boah! Riesenapplaus! Man kann fast nicht hinkommen. Da haben wir es wieder. Unglaublich! Riesenapplaus für unseren Markus. Ja, den wollen wir jetzt aber mal. Ja. Das glaubst du nicht. Also ich glaube, Markus nimmt auch komische Dinge. Ja, da muss ich einen Gunnar haben, meine Frage. Die trau mich nicht. Sagenhaft. Ja, damit Sie mal schauen. Der ist ja nicht nur verstellbar, sondern der ist ja auch. Der hat ja auch eine Taubenscheibe. Ja. Also du kannst schon nach rechts und nach links und nach oben und nach unten verstellen, den Propeller. Oder ist es nur Seitenruder, mit dem man kommt? Das weiß ich jetzt nicht genau, aber. Das sind halt spektakulär. Jawohl! Es ist wirklich so, als ob jemand ja, einfach einen Haken reinsetzt und dann ist die Figur beendet bzw. nur pausiert und er macht dann einfach weiter. Zack. Zack. Vielen Dank, Markus. Markus, weltstark. Vielen Dank. So, jawohl. Dann parke ich meine Rave. Ist es jetzt nur auf sein Ruder, Markus? Markus. Ah, nur okay. Seite. Okay. Also, ah, nee. Guck mal, schau mal vorne. Ja, schau mal, ich bin rechts und nach links. Ich werde faszinierend. Dr. Low, vielen Dank, Markus. Markus, Frage. Geht ohne bewusstseinserweiternde Substanzen? Es geht. Lag's an deiner Kindheit? Was will er jetzt auch sagen? Lag's an deiner Kindheit?